Zap, moin Leute, Van Ori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Schlumpf 76 in der 6er Artillerie von den Deutschen. Ich liebe Artillerie, ich weiß auch nicht warum. wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich sogar mal eine Review zur Hummel gemacht. Das ist mehr urkomisch und peinlich für mich als alles andere, aber ich verlinke es euch mal oben in der Infokarte, falls ihr Zeit habt und ein bisschen lachen wollt über mich, wie ich mich damals noch angehört habe. Und wir gucken uns einfach mal an, was unser lieber Schlumpf hier denn so anrichtet. Er meint, es ist kein großartiges, episches Replay mit massivem Schaden und sowas, aber er setzt ein paar gute Schüsse an und wir gucken mal, was er denn hier so verzapft, während ich mich ein bisschen um die Munition hier kümmere. 150mm Sprenggranaten, 680 Schaden, der möglich ist, 39mm Durchschlagskraft und ein durchaus ernstzunehmender Splash-Radius von, wie viel war es gewesen? Steht hier gar nicht dabei. Toll. Danke, Wargaming. Die wichtigste Info steht natürlich nicht an den Granaten dabei. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so groß. Trifft da allerdings trotzdem den AMX blind. Schön gemacht. Und er macht es hier auch richtig. Zieht hier gut ein. Schaut, wo die Bäume umfallen und zielt vor und versucht hier wirklich auch Panzer zu finden, wo er auch Schaden machen kann. Da setzt er noch einen Schuss hin, blind. Ich würde jetzt gerne wissen, ob er doch wirklich Schaden drauf gemacht hat. Er bewegt sich auch schön zwischen jedem Schuss an eine andere Stelle, falls die gegnerische Arti kontern sollte. Sehr, sehr gut hier am Spielen. Und er macht es wirklich richtig. Na, also scheint zumindest hat er ihn gesplashed, wie es aussieht. Und er versucht da eventuell noch einmal sein Glück, wenn der UI mit der fetten HE-Wumme nicht ein bisschen schneller gewesen wäre. Mal gucken, ob wir vielleicht dem 12T nochmal auf den Deckel hauen können. Es wäre natürlich ganz interessant, den da jetzt entsprechend rauszunehmen. Er macht einen Glücksschuss und manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Ich habe das Replay nicht vorher gesehen, nur so als Disclaimer. Das war jetzt Zufall. Spick relativ weit vorne, offen, da könnte er eventuell nochmal drauf schießen. Und die gegnerische Arti scheint sich nicht wirklich hier um ihn zu kümmern, interessanterweise. Churchill scheint hier nicht interessiert zu sein, wirklich in Deckung zu fahren. Oh, schöne 241 Schaden, nochmal da in die Flanke von diesem Heavy rein. Und manchmal ist die Artillerie einzig und allein dafür da, um entsprechend den Gegnern Angst einzujagen, um sie halt hinterm Berg wirklich zu halten. Und auch lieber Spick, willst du nicht doch lieber noch ein bisschen länger dort stehen bleiben? Es wäre so schön gewesen. Sieht so aus, als würde der BDR eventuell ein ganz gutes Ziel abgeben. Das könnte klappen. Jawohl. Eine weitere Kanone aus dem Gegnerteam schon mal raus. Es steht 6:7 gerade, wo der IKV noch den Wolverine aus dem eigenen Team zerstört. Und Kollege Schlumpf sagt an, Achtung, Achtung, noch ein paar Sekunden und ich kann dem Comet eine mitgeben. Gucken wir doch mal, ob er hier auch den Schuss entsprechend gut trifft. Comet bleibt stehen, nicht getroffen, aber die Crew ist gestunt. Das könnte dem UI ein bisschen Vorteil geben. Beziehungsweise der Comet möchte dann nicht rumkommen. Und jetzt, oh, das ist doch, oh, warum ist er jetzt nicht nachgeladen? Das wäre so ein schöner Schuss gewesen. Da reg ich mich auch jedes Mal drüber auf. Immer wenn man geschossen hat, fängt der Gegner auf einmal an, sich nebeneinander zu stellen. Aber was einmal nicht funktioniert, funktioniert vielleicht beim zweiten Mal. Chromet scheint getrackt gewesen zu sein. Und ja, gute Nacht, Sweetheart. Zurück in die Garage mit dir. Und wir gucken mal, ob wir als nächstes eventuell den Churchill rausnehmen können. Der da anscheinend seine schönsten Probleme hat, durch den UI überhaupt durchzukommen. Und der hat anscheinend gerade seine Brave-Pills genommen, um da ordentlich reinzugehen. Er muss hier vielleicht ein bisschen was aufpassen, wegen dem Spick aus dem gegnerischen Team, der da unten gewesen ist. Es könnte sein, dass er sich versucht, irgendwie irgendwo durchzusneaken. Schön einzielen. Jawoll.
schön da noch blind den Kill geholt, obwohl es nicht unbedingt ganz blind gewesen ist. Der Freund IKV ist ja netterweise sitzen geblieben. Eventuell kriegt er die Stuck sogar noch blind, falls der UI sie nicht vorher aufmacht. Und auch der Spick könnte hier durchaus noch das eine oder andere Problem machen. Er feuert einfach und na, getroffen hat er nicht. Vielleicht erschreckt oder so. Und er riecht den Braten. Spick. Er pinkt auch genau dahin, weil er nämlich ganz genau weiß, dass der Spick wahrscheinlich darauf aus ist, die Arti zu holen. Warum ist der Spick da in der Mitte? Warum ist der Spick nicht Arti holen gefahren? Wie kommt er nur darauf? Schade, nicht getroffen. Ein bisschen RNG hat er ja schon, ein bisschen viel RNG hat er ja schon gehabt in diesem Gefecht. Hier, schöne Schüsse abgegeben, immer wieder umgesetzt. Gut, gut geschossen. Und vor allen Dingen jedes Mal auch angekündigt, auf wen er denn da schießen möchte, um seinem Team wissen zu lassen, was er denn eigentlich vorhat. Ne? Ja, der Schuss wäre auch nicht mehr wirklich rechtzeitig angekommen. Aber eine sehr, sehr schöne Runde hier, kann man nochmal einfach nicht anders sagen. Gut gespielt, 5 Kills sich geholt, auch wenn er hier mehr oder weniger die ein oder andere abgestaubt hat. Aber damit hat er zumindest die Anzahl der Kanonen im Gegnerteam reduziert. Und manchmal ist das alles, was es braucht, um einen Sieg davon zu tragen. Ein bisschen Fokusfeuer und die Gegner rauszunehmen, die wirklich wenig Leben haben. Schauen wir uns nochmal, passend dazu die Endstats. Am Ende hat er sich hier die dritte Klasse verdient. Am meisten Schaden hat er nicht gemacht. Das hat er UI aus dem eigenen Team flockig hingekriegt. Aber unterstützungsmäßig mit den 5 Kills, die er da gezogen hat, immerhin ein komplettes Drittel aus dem gegnerischen Team da rausgenommen. 26.000 Silber plus gemacht und durch den Daily Double und eine persönliche Mission und sowas gab es ganze 3.155 Erfahrungspunkte für diese kleine, dicke Hummel. Ich hoffe, es hat dich sehr weitergebracht, lieber Schlumpf. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn nicht, dann entsprechend macht ein Däumchen nach unten. Natürlich komplett valide, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so etwas in die Richtung. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich lese mir das natürlich immer durch, was ihr da von euch gebt, auch wenn ich nicht jedes Mal auf irgendwas antworte. Hauptsächlich, weil ich gar nicht weiß, was eigentlich ich darauf antworten soll. Aber das ist eher persönliches Pech als irgendwie die Schuld von irgendjemand anders. Wenn du ein richtig geiles Replay hattest, dann schick's mir doch einfach zu. Alles, was du dafür tun musst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu wotreplays.eu klicken oder oben selber eintippen, dort dein Replay hochladen. Und den Link dazu an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehenden E-Mail-Adresse schicken. Das Ganze dauert maximal 2 Minuten. Und dabei, wie ihr seht, kommt es nicht drauf an, was für ein Panzer ihr fahrt, sondern dass ihr eine schöne, angenehme Runde gefahren habt oder einfach zeigt, wie man mit einem Fahrzeug umgeht, auch wenn der Schaden nicht unbedingt extremst massiv ist. Ja. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim Cyberzocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.